Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Anno 1800 hier aus dem Teamprojekt. Wir haben hier gerade ein bisschen Platz geschaffen in unserer Stadt für die Bank, die wir gleich bauen und dann mal gucken, wie wir die Schule noch anordnen und so weiter, dass wir ein bisschen Schönheit reinkriegen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und wie gesagt, bleibt gespannt und lasst doch gerne Tipps da, wenn ihr Bock habt. Viel Spaß. So. Schatz, komm und tanz mit mir. Nein. Ich möchte nicht. Da habe ich ein Video gesehen heute. Da hat dann, der war Tankstellenbesitzer, glaube ich, in den USA. In irgendeinem, keine Ahnung, so aus wie. Also da waren halt viele, die aussahen so ein bisschen nach Ghetto. Und der hat hier halt immer, ja, Darling und Hase und das hat er so genannt beim Tschüss sagen. Die Reaktionen waren göttlich. Hat er irgendwann auf die Mütze bekommen, oder? In dem Video zumindest nicht. Das warte, ich hätte auch vergessen, was ich machen wollte. Oh. Also wir bauen gerade Bier an, vielleicht wolltet ihr euch auch nochmal der Bierproduktion hingeben. Ach, haben wir auf dem Bier. Läuft sie da eigentlich? Ist auch geil. Kaffee, die Kaffeeentwicklung gerade in der Tabelle steht drauf: Entwicklung bleibt stabil. Okay. Null. Ja, bleibt stabil auf Null, oder? Was ist denn da mit deinem Kaffeescheiß wieder los? Das? So. Daran werde ich mich lange erinnern. Ach. Ja, furchtbar skalieren. Hier ist auch eine Produktionsstrecke irgendwie. Müssen sich die Entwickler gedacht haben, so. Jetzt ärgern wir sie mal. Meinst du? Ja. Ah, rede weiter, Pilan. Nee. Was soll das nicht weiter gesprochen? Ich habe auch jetzt gewartet, dass da noch was kommt. Ja, ja. Ja, ich überlege gerade. Entschuldigung. Ich war nicht so schnell im Ding. Klar. Ja, reden, sagen wir mal so. Mit 6 Hopfenplantagen, 2 Malz. Der Metzereien und. Kann optimiert daraus eine Brauerei bauen. Aha. Was irgendwie total blöd ist. Weil um die komplette alte Welt, da brauche ich mindestens, da braucht ihr mindestens 3 bis 4. Ja, besser 5 Brauereien, die laufen. Ja. Glaub ich, ja, ich komme gar nicht mit, was du gerade meinst. 5 mal 6 sind 30. Ja. 30 Hopfenplantagen. Ja, Mann. Effektives. Ach so, jetzt weiß ich was. Ja. Nein, nein, brauche ich ja gar nicht, weil das Verhältnis da ein anderes ist. Ah, oh Mann, ey, diese Verhältnisrechnung. Brauche ja weniger. Nee, nee, ich hab mich vertan. Okay. Ich hab den Manu gemacht. Wow. Oh. Vielen Dank. Wir haben immer noch keine Fahrräder und immer noch keine Uhren. Och. Kastorf ist das auch Mangelware. Wir haben aber jetzt eine Bank, Sarah. Ich habe eine Bank gebaut. Bank? Mhm. In. Hm? Hauptinsel. Jo, Elektrizitätswerke stehen still. Weil kein Öl. Was für eine krasse Bank. Ja. Muss ich mich Klapper davor hinstellen? Bitte? Ich stell mich Klapper davor hin. Achso, bist du davor? Ach, hast du dich reingeportet oder was? Ich hab mich reingeportet gerade, ja. Warte, warte. Auf welcher Seite stehst du? Da beim Wirtshaus. Ich hüpf grad oben. Ach, du bist ein Auto. Jetzt.
Du bist ein LKW. Das ist ein Fahrer. Schön, dich zu sehen, Onkel. Schön, dich zu sehen, Onkel. Jo, servus. Aber sehr beeindruckt, die Bank. So, dann checken wir mal ab. Das haben wir schon. Was brauchen wir hier für Gold? Gold haben wir noch gar nicht, oder? Nee. Was ist mit Kaffee? Ich dachte, der läuft langsam, der Kaffee. Der läuft ja auch. Na, irgendwie nicht. Ich habe noch nie gesehen. Ach doch, gerade im Moment sind sie mal versorgt. Den zapfen wir schon ab. Und er reicht trotzdem nicht. Wir haben null Kaffee im Lager. Ja, ja. Bleibt stabil. Ich hör gleich nochmal. Ihr hat der eine einzige Kaffee gereicht, Tom? Für was? Mäntel 14. Ja, da war doch mal, dass ihr nur einen einzigen Kaffee da verschickt habt oder so. Oh, und nicht, dass die eine Aufgabe ist, ich soll TNT in der Straße suchen. Na schön. Mal nach dem schönen Kaffee. Neue Gebäude freigeschaltet. Aha. Zuversichtlich, dass wir es jetzt. Es ist echt ein Riesenproblem mit dem Öl. Und wir haben nicht mal. Soll ich jetzt einfach mal so einen zweiten Öltanker kaufen, wo wir jetzt sowas können? Auch wenn dann das Geld komplett weg ist? Ja, hilft ja nichts. Ich sag hier. Mach mal, mach ruhig. Ja, dass ich jetzt hier die Kaffeeproduktion noch ausbaue, wenn ich noch irgendwo... Sir Archibald Blake, womit kann ich dienen? Okay, und dann stecke ich die einfach mit in die rote, ne? Ja, wenn man das kann. Ne, warte mal, hä? Keine Ahnung. Wie dann? Gemutet, man. Die Haley Cloud fährt da schon mit. Ach, es gibt auch ein Haley-Schiff. Ja, das ist der Öltanker. Und ich möchte die Efi-Dingsbums hier noch mit rein. Ah, jetzt. Ah, okay, sehr schön. Gut. Wie nennt man das? Oder einen Namen? Warte mal, was haben wir denn? Wir haben. Bio, wir haben René, wir haben Ösi, wir haben Power Viking, Landfred, Midi, Asnupper, Amon, Axel Foley, Hayley. McManus. Dicker Öltanker, der McManus. Ja, Tanker bereit. Jetzt haben wir 17.000 Dollar auf dem Konto. Gut, dass ich eine Bank gebaut habe. Ah. Ja, aber ich glaube, dass, da gewinnen wir schon sehr viel, wenn wir eine stabile Ölversorgung hinbekommen. Bringt ja so nichts. Man merkt auch sofort, wenn der Elektrizitätswerk ist, dauert es nicht lange, dann ist der die Mündel leer, ne? Ja. Ich habe jetzt Kaffee mal ausgebaut und bin... Vor allem brauchen wir mehr Pelze auch und wir haben keinen Platz.
Doch, da sind noch ein paar. Ich baue noch mal zwei Pelzmann-Dinger. Berg die Tiere ein. Es wird echt eng auf der Insel hier. Die Haley ist wieder hier mit 400 Öl. Oh, die ist ja sogar schon fast da. Bei dem Namen gleich aufschreckt. Hat mich gerade jemand angesprochen? Der McManus schon drüben? Oh scheiße, der ist noch nicht mehr. Soll ich sie komplett im Versatz fahren lassen, dann würde ich Haley kurz aufhalten, bevor sie zurückfährt, oder so, egal. Kannst du machen, ne? Dass zumindest halt ein bisschen Abstand ist. Ja. Wieso kann ich denn das nicht neue Dingsen? Schade. Ich dachte, da gibt es auch einen neuen Skin für die Öltanke. Was ist denn das? Benutzt jemand aktiv die Speicherstadt eigentlich? Also wir haben bisher nur einmal das Hauptgebäude gebaut, mehr noch nicht. Ich hab sogar schon was exportiert anscheinend. Ich handle gerade viel mit Bananen, weil ich versuche irgendwie Kaffee zu handeln. Was? Kaffee und Bananen? Ja, man muss erst, um Kaffee importieren zu können, muss man erst Schokolade und dafür muss man erst Bananen handeln. Ja, du musst dich da hocharbeiten, das stimmt schon. Ja. Kurze Frage, gibt es in eurem Modus Items, also Fruchtbarkeits-Items, um genau zu sein? Was sind denn Sanga-Kühe? Muss nur halt beim richtigen Händler sein. Ja. Ab hier dann. Geh mal bitte kurz zur Eichelborn, wo deine Fischerhütten sind. Ich hab dir da was hingestellt. Friedenswächter, oder? Ja. Oh, Eichelborn. Komm mal. Geht's bei dir? Ich tue euch doch nichts, das habe ich doch nur für Blinan gemacht. Ich sehe es noch nicht. Brauchst du denn eigentlich? Auf der rechten Seite von der von Eichelborn. Du kleiner Flachkreuzer, der macht ja quasi nichts. Ah, extra Friedensrechter genannt. Brauchen wir den? Der Clipper im direkten Kampf würde der, glaube ich, gewinnen. Ja. Was hast du? Brauchen wir denn schon Gold? Ja, um die Uhren zu produzieren. Aber mal an. Jetzt brauchen die noch Konserven, ich glaube langsam. Ja. Ach, Konserven. Ich dachte schon, wir sind weit hinterher. Hm, gut. Nee. Nein, wir haben schon Konserven. Wie, dann bist du immer noch am Telefonieren? Nee, ich hab mich nur noch nicht umbenannt. Wir brauchen unbedingt Getreide, oder ihr braucht ganz... Ich pack jetzt ein... Ich wollte wirklich alles hier raus. Aber nur dieses Rohgold, oder? Weil ich glaube, ich kann es nicht anders... Warte, ich guck mal. Also, ich brauche für... Ja, ich kann eine Goldschmelze bauen. Okay, dann... Und die braucht Gold. Perfekt. Ja. Ah, das schicke ich dann mit dem Vater rüber. Auf Tortuga. So, sieht aus, als hätten wir wieder Electricity. Sehr schön. Jetzt geht's wieder steil. Ach so, Mist, wo ist denn die Haley? Wo ist denn, da ist Haley. Nee. Wo ist McManus? Ist der inzwischen bei dir?
Nein. Die sind ganz schön langsam. Ja, Mann, die sind echt langsam. Sag mal, wenn der bei dir ist, dann schicke ich Hale wieder los. Weiß jemand zufällig, was Frachtverlangsamung ein Attribut ist? Laden die langsamer deine Fracht ins Schiff. Steht doch normalerweise dabei, oder? Ach so, minus 60%, ja, also 60% schneller dann, ne? Nein. Ah, man kann schon Items für den Zoo kaufen. Ich brauch dringend Pelzmäntel. Ja, willkommen im Club. Wie wär's mit einem Kaffee? Nein. Wir spielen schon seit 2 Stunden. Trink keinen Kaffee. Anstrengend irgendwie so, dass hier nichts läuft, so wirklich, obwohl man eigentlich alles richtig macht, so gefühlt. Ja. Macht aber. Wobei, wie gesagt, ich bin da zuversichtlich, Sarah, wenn wir die Öl-Dings hinbekommen, dass wir dann alle anderen Probleme auch so ein bisschen gedämpft haben, zumindest. Schauen wir, ob ich noch ein paar Ölquellen. Ich meine, den muss man beim Tom lassen. Der hat früh gesagt, erkundigt euch nach Öl in der neuen Welt. Das wird so nicht. Dieses Umfeld ist derivativ. Ja, okay, das mit dem Bier, das können wir erstmal sein lassen, glaube ich. Auf Ihren Befehl. Ei. Moni? Hm? Was? Konntest du noch die Baumwollstoff? Ich habe jetzt nochmal eine Produktion irgendwo hingequetscht. Das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr auf die Insel. Okay. Wo Baumwolle ist. Notfalls muss ich was umlagern mit Kaffee und Co. Aber ich schreibe mir das jetzt mal auf für nächstes Mal dann. Was ist denn das? Was hast du nur gemacht? Hä? Was hast du nur gerade gemacht? Ich habe ein Schiff angeklickt. Wieso? Ja, wegen diesem Königreich, was gerade kam. Auf Ihren Befehl. Mm-hmm.
So. Merkt man das bei dir drüben? Negativ. Na gut. Dann muss das warten bis zur nächsten Folge, weil wir, meine Lieben, sind wieder am Ende der Folge angelangt. Und somit auch auf der letzten für diesen Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute Abend nehmen wir quasi direkt wieder auf für euch, aber euch ist das eigentlich egal, weil ihr seht dann die Folge nächste, morgen am Dienstag dann. Nicht zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Es geht. Also die Bank haben wir mal gebaut, das ist ganz cool. Wenn wir Elektrizität behalten, dann haben wir das mit den Pelzen, glaube ich, erledigt. Dann gehen wir jetzt das Gold an. Ja, es geht halt ein bisschen schleppend voran so, aber es geht voran. Also von daher, bleibt dabei weiterhin, wenn ihr Bock habt. Und ja, schreibt in die Kommentare, was auf dem Herzen habt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.